Mädchen. Ja, wo steckt die Aldorfisch dann nummen? Oh, oh, Maju, Maju, nee, nee, ich bin fix so fertig. Oh, Maju, so bitter, was mir passiert ist. Maju, so bitter, ich seh fix so fertig sonst da. Nee, Trin, klebet mal. Kommst du als Schlauder dabei her? Oh, nee. Sag mal, haben die hier im Schulhof neuerdings auch schwarze Schafe? Nicht, dass ich wüsste. Aber Schwarzkühe, die haben sie doch sicher. Nee, die haben auch hier auf dem Schulhof kein Schwarzkühe. Oh, mein Josebetter, oh, mein Josebetter, da habe ich doch eben unser neuer Pastor überfahren. Oh, nicht da doch noch. Doch? Das ist ja himmelschreiend schenterlich. Du bist vielleicht der Sakratschisse Luder. Hey, unser neuer Pastor zu überfahren, schäm dich. Ja, ja. Also Trin, ich hätte das nicht gebraucht. Das heiraten nur so. So mit Hafen der Ehe und so. Nee. Nicht ein paar Hafenunfahrt noch bereicht. Es heißt ja immer, Verheiratete leben länger. Oh, das ist doch alles Quatsch. Denen kommt es nur viel länger vor. Erzählen. Ja. Oh, ich war doch neulich im Hallebad in Trier. Oh, da springt doch vor mir so ein Zucker 60-jährige Frau ins Wasser und schwimmt doch glatt 60 Runden hintereinander. Oh, ich sehe ganz verzückt und frage, wie sie rauskommt. Oh, sie haben doch sicher früher Sport getrieben. Die sagt, ja, ich war deutsche Meisterin im Schwimmen. Oi. Da kommt so ein etwa 70-jährige Frau, springt auch ins Wasser in das Becken und schwimmt doch glatt 80 Runden. Maju, ist der Bette. Oh, ich bin doch noch verzückter. Und fragen, was haben Sie denn früher so sportlich gemacht? Die sagt, oh, ich war früher Europameisterin im Schwimmen. Oi. Die Trittfrau springt morgens um 9 Uhr ins Wasser und ist mittags um 5 Uhr immer noch am Schwimmen. Geverreckt. Ich sage, Sie waren doch bestimmt Weltmeisterin im Schwimmen. Da sagt die, nee, das nicht. Aber ich war leichtes Mädchen in Venedig und hab Hausbesuche gemacht. Jetzt betrüllt mich mein Mann und noch nach Strich auf Faden. Oh ja, woher willst du das da wissen? Ja, stell dir mal vor, den hat zu mir gesagt, er wäre die ganze Nacht bei seinem Kumpel Hanni gewesen. Na ja, und was ist jetzt da dran gelogen? Ja, alles. Ich war nämlich die ganze Nacht beim Hanni gewesen.
gekriegt, kann ich da so'n. Ja. Wen hat sich ja vielleicht im Brauereigeschwür wachsen lassen, sage ich dir. Das stimmt. Jetzt weiß ich auch warum. Damit dem kleinen, arbeitslosen Zwerch da drunter, dass den endlich mal ein Dach überm Kopf hat. Oh, mein angetrauter Mitesser, den hat sich doch gestern in so einem Beate-Use-Laden ein Buch über die Technik in der Liebe gekauft. So nummen. Da musste ich aber lachen. Und da habe ich mal zu dem Armleuchter gesagt, was nützt dir das Buch, wenn passend Werkzeug nicht da ist? Ja, das kenne ich. Neulich fragt mich meine Tochter, das Uschi, Mama, bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du vom Papa kriegst? Da habe ich zu dem gesagt, oh, mein Kind, wenn ich mit dem zufrieden wäre, der gäbe dich ja noch nicht einmal. Hast du recht. Unsere Nachbarin, die Anna, und sein Mann, der Willi, die haben doch vorigen Monat geheiratet, hast du gehört? Ja. Oh, die zwei haben in der Hochzeitsnacht auch den Frühling gespürt. Der Willi sagt zu seiner Frau, Liebling, hast du irgendeinen Wunsch? Ja, sagt da das Anna, ich möchte an drei Stellen geküsst werden. Da sagt die Willi, oh ja, wo denn? Ei, auf Mallorca, am Gardasee und in Monaco. Wenn sie draußen so ein oft getakelt Frauenzimmer sehen, da sind die auf einmal fit wie ein Turnschuh. Genau wie mein Mann. Der kam heute Nacht heim und hat sich die Hand vor sein Beststück da unten gehalten. Oh, und hat gejammert und hat geheult. Oh, den armen Kerl. Da habe ich zu dem gesagt, mein Juse Wetter, was ist da nun mal passiert? Oh mein je, hat da mein Arne geschrien. Hilfe, Hilfe, mein Beststück ist kaputt. Da habe ich gefragt, ja, was hast du da nun mal gemacht? Da sagt mein Mann, wenn ich den erwischen, den das nackte, vollbusige Weib da draußen auf der Wand gemalt hat. Da musstest du doch sicher in die Apotheke flitzen und Medizin führen holen. Ja sicher, stell dir vor, die haben doch hier in der Kiltal-Apotheke eingebrochen. Warte, in der neue Apotheke haben die eingebrochen? Ja, die haben alles mitgeholt, außer Antibabypillen und Haberschmittel. Und was glaubst du, wonach die Polizisten jetzt fieberhaft suchen? Das ist doch klar. Nach einer Katholikin mit der Klatz. Oh, Fien, du kennst doch mein Cousin, das Lies. Ja. Oh, das hat doch so schlimmen Mundgeruch. Jetzt hat er doch noch so Palzer Korb geheiratet. Und der Kerl, den hat doch Schweißfüß. Maju, in der Hochzeitsnacht, seht die Palzer, ich muss dir ein Geständnis machen.
Ich habe Schweißfüße. Da sagt mein Cousin, ich muss da auch ein Geständnis machen. Da sagt der Palzer, du brauchst mal gar nichts zu sagen. Ich weiß es schon, du hast meinen Sockel gefressen. War der schöne Meier. Oh ja, sicher kenne ich den. Ja, das ist auch ein ganz anderer Kerl wie unser zwei Prankuseln. Der Meier, der ist doch hinter jedem Rockzippel her. Der hat an der Buchs keinen Reißverschluss, sondern eine Pendeltür. Ja, ja, wir Frauen. Wir möchten in der Liebe Romane erleben. Aber die Männer, die sind nur für Kurzgeschichten. So, Fien, eins kann ich da sagen. Die Männer, die sind doch so naiv. Wenn Dummheit Rad fahren könnt, dann müssten die den Berge bremsen. Oh, mein Mann, das ist ein Engel. Oh, was hast du es gut. Meine läuft noch. Sotrin, weißt du überhaupt, dass ich im Krankenhaus war? Ich habe doch vor 3 Wochen den Blinddarm rausgeholt gekriegt. Und du, untreu Tomat, hast mich nicht einmal besucht. Ich wusste doch gar nicht. Ja, die haben mir den Blinddarm mit so einer Schlüssellochchirurgie rausgeholt und haben mir dafür den Bauch voll mit Luft gepumpt. Oh, mein Jusebetta, war das schlimm? Nö, das war nicht schlimm. Aber hinterher die Entlüftung. Die Entlüftung. 3 Zimmer weiter haben sie noch gemeint, die Krieg wäre ausgebrochen. Bei der Operation von dir sein Kontaktlinse verloren hat. Stimmt das? Ja, das stimmt. Die Schwestern haben sie überall gesucht, konnten sie aber einfach nicht finden. Oh, da sind ein Doktor zu mir. Aber Frau Kneisi, das ist doch gar nicht schlimm. Machen Sie sich keinen Gedanken. Sie werden sich nur in nächster Zeit ein bisschen beobachtet vorkommen. Oh, da kannst du ja jetzt dein Darmspielung selber machen. Ja. Da freut sich aber dein kranke Kass. Ja. Und nach der Operation haben sie mir dann so ein Flasch mit so einem langen Schlauch angehangen. Ja, wofür denn eigentlich? Ja, das habe ich den Doktor auch gefragt. Den hat man dann erklärt, damit werden Sie künstlich ernährt. Da sage ich zu dem, oh, haben Sie noch so Schlauerle? Da fragt mich den Doktor, wozu brauchen Sie den dann? Da sage ich zu dem, ich wollte zum Essen einladen. Oh, ich war doch kürzlich beim Günter Jauch in seiner Ratesendung. Wer wird Millionär? Oh, Maju, die 60.000-Euro-Frage hieß, nennen Sie mir 3 Schauspiele, die Shakespeare
Shakespeare geschrieben hat. Oi. Oh, ich überlehen und überlehen eine ganze Zeit lang. Und dann sah ich ganz stolz. Oh, 10 cm, 20 cm, 30 cm. Das hätte ja auch zu mir. Was soll da dann? Das sind doch keine Stücke für Shakespeare. Ja. Da habe ich zu dem gesagt, jetzt mal langsam. Das ist doch nur ein Eselsbrück für mich. Passen Sie auf, jetzt kommt es. 10 cm, viel Lärm um nichts. 20 cm, wie es euch gefällt. 30 cm, ein Sommernachtstraum. Ja, und damit hat ich gewonnen. Und jetzt sind ich ein gemacht, Frau. Das ist richtig, das hast du verdient. Trin, glaubst du eigentlich an die Liebe auf den ersten Blick? Aber hundertprozentig, Fien. Oder glaubst du, dass ich mein Aale geheiratet hätte, wenn ich zweimal hingeguckt hätte? Das ist das Licht des Lebens. Und die Ehe, das ist die Stromabrechnung. Das ist gewärmt. So, Fien, die Anwälte, die machen auch manchmal Dinger. Ja. Ja, meine Nachbarin, die Frau Lehmann, die kennst du doch. Ja. Die war hochschwanger. Und konnte deshalb vor Gericht in Trier nicht erscheinen. Ein Woche später hat den Anwalt dahin geschrieben, Frau Lehmann hat entbunden und kann wieder neu geladen werden. Ja, ja, passieren ja Dinge, oh, die geht es nicht. Auch bei den Briefträgern. Am Samstag war ich in der Badewanne. Da klingelte Sturm an der Tür. Ich renne pudelfotznackig an die Wohnungstür und gucke durch die Spion. Draußen steht der Briefträger. In dem Moment macht der Briefträger den Briefschlitz auf und er selten. Oh, hallo Struppi, bist du allein daheim? Ist es Frauchen nicht da? Das könnte meinem Mann nicht passieren. Aber weißt du, Fien, der ist ja so was von geizig. Der ist ja so geizig. Der sagt immer zu mir, Trin, wenn ich sterbe, da begrabt mich nur bis zum Bauchnabel. Da kann ich die Grabpflege selberst machen. Ausstatten. Mit dem wird der Tasse Gertrud noch sein Freund haben, das sah ich da. Was glaub ich noch? Ja. Ja, ja, mit den Männern kann man sich sowieso nur mehr blamieren. Gestern bin ich mit meinem Mann durch die Luxemburger Straße in Trier gefahren. Ja. Ja, da stand an der Straße eine Prostituierte mit lauter Runzeln im Gesicht und am Körper. Mein Mann guckt sich die an, schüttelt den Kopf. Da sagt die Bordsteinschwalbe, haben Sie etwas gegen das älteste Gewerbe der Welt? Da sagt mein Mann, nee, das nicht. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Gründungsmitglied sein.
der Gauzohn. Weil geh mir heim. Ja, wenn wir ehrlich sind, sind sie ja doch durch nichts zu ersetzen und manchmal sogar unbezahlbar. Macht's gut, ihr Leute, wir sagen Ciao und ein dreifach donnerndes Irr.